Alles Valverde. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Jaime. Jaime ist Mobilitätsmanager der Stadt Lindau und zwar schon sehr lang. Ich glaube, er ist der wie sagt man da, am zweitlängsten gediente Mobilitätsmanager in Bayern oder so. Wirst es vielleicht gleich noch genauer sagen. Auf jeden Fall jemand, der das schon sehr, sehr lange macht und wie ich finde, jetzt auch schon öfter in Lindau. Ich habe einiges gesehen mit sehr viel Erfolg, die kommunale Verkehrswende und kommunale Verkehrsprojekte für die Stadt Lindau vorantreibt. Dort auch in einem durchaus engagierten kommunalpolitischen Umfeld, würde ich mal sagen, von Stadtrat bis Bürgermeisterin und Organisationen drumherum. Da tut sich einiges in der hübschen Stadt am Bodensee. Und ich glaube, da ist viel dabei, was wir abkupfern können in anderen Kommunen. Darum freut es mich auch sehr, dass wir heute unter uns sehr, sehr viele Leute haben, die selber Kommunalpolitikerin oder Kommunalpolitiker sind, Gemeinderat, Stadtrat, Kreisrat oder auch in Kommunalverwaltungen tätig sind und sich mit dem Thema Mobilitätsmanagement oder auch Verkehrswende allgemein beschäftigen. Ich glaube, dass wir aus den Erfahrungen aus Lindau profitieren können, vor allem aber auch für den einen oder anderen vielleicht auch erstmal zu verstehen, weil es ist wichtig zu verstehen, erstmal, was ist eigentlich ein kommunales Mobilitätsmanagement und welche Chancen bietet es, welche Möglichkeiten bietet es. Und für diejenigen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, Stadtratsmitglieder unter euch, in denen wenn ihr in Städten seid, wo es das noch nicht gibt oder in Gemeinden, wo es das noch nicht gibt oder auch in Landkreisen, wo es noch keine kein Mobilitätsmanagement gibt, ist es vielleicht eine Chance, im Nachgang nach dem Webinar, wenn man es gesehen hat, wenn man es verstanden hat und wenn man es gut findet, vielleicht auch zu beantragen, dass sowas eingeführt wird, dass sich die Kommune das leistet, eventuell auch mit Zuschüssen oder Förderungen auf jeden Fall auf kommunales Mobilitätsmanagement setzt, zum Erreichen der eigenen Klimaziele, für mehr Lebensqualität, für besseren Verkehr, für Verkehrsberuhigung, für viele, viele Vorteile, von denen wir von Jaime auch als Praktiker, der das eben seit vielen Jahren konkret in Lindau macht und umsetzt, zu lernen, um profitieren zu können. Insofern schön, dass ihr und Sie alle da sind. Ich bin jetzt still und lausche selber dem Vortrag von Jaime. Wir haben gesagt, eine halbe Stunde und danach gibt es Fragen. Die Fragen, das ist noch ganz wichtig, bitte an alle, die Fragen stellt ihr bitte im Chat mir. Also einfach mir schreiben die Frage, möglichst einigermaßen kurz halten, weil ich muss es ja auch lesen, verstehen, verarbeiten, vielleicht bündeln. Manche Fragen doppeln sich vielleicht, dann fasse ich das zusammen und versuche möglichst viele davon dann einzubringen und ich stelle sie dann an den Jaime. Das hat sich in unseren Webinaren als bewährt, dass ich da den Moderator spiele sozusagen und wir nicht kreuz und quer diskutieren, weil dafür sind wir dann doch zu viele. So, jetzt genug der Vorrede. Jaime, wir sind gespannt auf deinen Vortrag. Schön, dass du bei uns bist heute. Vielen Dank schon mal. Super, vielen Dank, Markus, erstmals für die Einladung. Es hat mich gefreut, tatsächlich, wo du nach Lindau gekommen bist und wir wie immer den Austausch gehabt haben, aber gleichzeitig auch mit Interesse gefragt hast über den mögliche Webinar. Die Gelegenheit nehme ich gerne in Anspruch. Letztendlich, ja, bin ich, wie du schon zu Recht sagst, schon seit einigen Jahren in dem Bereich tätig und ich freue mich tatsächlich heute in der Runde einen kurzen Überblick machen zu dürfen über das Thema Mobilitätsmanagement und auch über die Bedeutung eines Mobilitätskonzeptes und gleichzeitig einen kleinen Überblick über was in einer Stadt wie Lindau passiert. Daher, ich habe hier kurz eine Präsentation vorbereitet. Ich werde jetzt meine Folien einfach teilen. Ich hoffe, ihr könnt das alles jetzt sehen. Ja, perfekt. Sehr gut. So, erstmals von meiner Seite, schönen Abend, hallo zusammen, viele Grüße aus Lindau. So wie der Markus gesagt hat, ich bin der Mobilitätsmanager hier schon seit 1. Januar 2015. Mir war unbekannt, dass ich einen von der Ältesten, die in dem Bereich tätig ist, hier in Bayern ist es zu sagen ist. Daher, ja, freue mich. Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass, wo ich mit meinem Masterstudiengang fertig war, wollte ich unbedingt in dem Bereich tätig sein. Und da gab es in der Zeit nicht so viele offene Stellen. Nicht so wie heutzutage. Da ist tatsächlich, ganz üblich, dass viele Städte Mobilitätsplaner, Mobilitätsmanager suchen. Aber damals war tatsächlich nur der Ansatz Richtung Verkehrsplanung.
Und für mich war eigentlich eher der Schwerpunkt nachhaltige Mobilität und das war sozusagen meine Leidenschaft. Daher habe ich tatsächlich auch irgendwie ein bisschen Glück und Schicksal war tatsächlich die Sache, dass ich hier in Lindau gelandet bin. Und seitdem durfte ich von Anfang an tatsächlich die Verkehrswende, Mobilitätswende mitgestalten. So, darüber werde ich heute kurz berichten. Erstmals erkläre ich ein bisschen Theorie über was Mobilitätsmanagement ist, welche ja, Faktoren dort eine Rolle spielen. Dann gehen wir kurz über die Bedeutung von Mobilitätskonzepten. Und dann im Anschluss gebe ich auf jeden Fall ein paar Eindrücke über Lindau und was tatsächlich entsteht, welche Chancen entstehen und gleichzeitig die Herausforderungen, die man hat. Und zum Schluss haben wir auf jeden Fall die Gelegenheit zum Fragen. So, erstmals vielleicht ein bisschen Theorie. Wie immer, das werde ich versuchen, ein bisschen kurz zu halten, damit es nicht so langweilig wird. Letztendlich als Mobilitätsmanager versuchen wir eher nachhaltige Mobilität zu gestalten und fordern. Ich verstehe oder man versteht es als Querschnittsaufgabe. Man versucht, einige Prozesse zu starten und zu steuern. Und letztendlich ist auf jeden Fall Kommunikation einige von unseren wichtigen Werkzeuge. Das Hauptziel ist am Ende des Tages, den Verkehr und umwelt- und sozialverträglicher zu gestalten. Daher legen wir den Schwerpunkt Mobilitätswende. Und es gibt unterschiedliche Handlungsfelder. Wie gesagt, erstmals haben wir die Koordinierung von unterschiedlichen Prozessen zwischen die Verwaltung, da haben wir immer die Kooperation mit unterschiedlichen Ämtern, die Unabhängigkeit vom Projekt auch eine große Rolle oder eine kleine Rolle spielen. Dann gibt es eine Art Organisation und Kommunikation zwischen Fachbereichen und auch nach außen. Das heißt, Öffentlichkeitsarbeit spielt auch eine Rolle. Gleichzeitig gibt es diese Vorhabenplanung. Man startet, initiiert auch unterschiedliche Projekte auf Grundlage des Mobilitätskonzeptes. Und dann gibt es, wie gesagt, diese Vermittlung zwischen unterschiedlichen Stakeholdern, heißt es Politik oder Interessenvertreter und so weiter und so fort. Das Hauptwerkzeug für uns ist letztendlich ein Mobilitätskonzept. Es ist tatsächlich nicht so oft zu finden in Deutschland. Es ist in der Regel erstellen viele Städte Verkehrsentwicklungspläne. Und bei der Stadt Lindau hat man auf jeden Fall hier einen anderen Weg schon vor 10 Jahren gesucht. Erstmals haben wir ein Klimaschutzkonzept erstellt und da wurde ganz klar festgestellt, dass wir im Bereich Verkehr große Einsparungen erreichen können. Und eine der Maßnahmen war tatsächlich die Erstellung eines klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes. Und wir haben auf jeden Fall eine ja, ähnliche Ausgestaltung wie diese sogenannte Sustainable Urban Mobility Plans. Und das werde ich vielleicht in ein paar Folien später erzählen. So, erstmals gibt es auch in der Theorie einige Handlungsfelder, die wir in der Regel auch beim Mobilitätsmanagement haben. Wie gesagt, es ist eine Koordinationsaufgabe, wo wir auch mit unterschiedlichen Ämtern agieren. Und letztendlich gibt es Handlungsfelder von Umweltverbund. Das heißt, wir versuchen ÖPNV zu fördern. Da haben wir den Forderung von Fuß- und Radverkehr. Gleichzeitig muss man auch eine Art, ja, die Push-Maßnahmen immer ansetzen. Das heißt, Parkraummanagement muss flächendeckend auch berücksichtigt werden. Sharing-Angebote sollen auf jeden Fall ausgebaut werden, auf jeden Fall vernetzt werden. Man muss zusätzliche Angebote, qualitative Angebote etablieren, damit man auch diese Multimodalität einführen kann. Und gleichzeitig gibt es Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen und Aktionen, um diese Bewusstseinsbildung zu verankern. Es gibt auch einen Begriff betriebliche Mobilitätsmanagement. Das ist eher in der Regel bei großen Betrieben gesiedelt. Man kann von Seite einer Stadt auch das anstoßen vor allem in kleinen Städten muss man auf jeden Fall in der Richtung gehen. Aber in Großstädten gibt es auf jeden Fall bei ja, Spezialisten, die auch Unternehmen beraten, damit die auch selbstständig betriebliche Mobilitätsmanagement etablieren.
So, das ist einfach ein grober Überblick über die verschiedenen Handlungsfelder, wo man aktiv ist. Und man muss auf jeden Fall diese organisatorische Verankerung zwischen die Verwaltung und alle Stakeholder irgendwie gut gliedern und einsortieren. Und die Ziele sind eigentlich für alle klar. Umwelt, wir müssen Klimaschutz auf jeden Fall als Priorität haben. Wirtschaftsförderung muss man immer berücksichtigen. Eigentlich ist es auch ganz wichtig für die politischen Entscheidungen. Und gleichzeitig haben wir auch Nebenfaktoren wie Gesundheitsförderung, die sehr wichtig ist und zurzeit auf jeden Fall sehr gut gesehen ist. Für alle, für Arbeitgeber, die wollen neue Fachkräfte aktivieren, dann Gesundheitsförderung spielt eine große Rolle. Und Mobilitätssicherung, städtebauliche Aufwertung und Verkehrssicherheit sind auf jeden Fall Zielfelder, die wir immer im Auge haben. Gleichzeitig gibt es eine Ablaufstruktur, ungefähr wie die Arbeitsprozesse definiert sind. Als Mobilitätsmanager hat man eine Koordination in alle diese Bereiche. Letztendlich gibt es ein Rat, ein Stadtrat zum Beispiel hier in Lindau, die erstmals Konzepte beschließt. Im Rahmen von Konzepte werden immer Ziele beschlossen und diese Ziele sind sozusagen die Grundlage für die Entwicklung von Maßnahmen und daran stehende Konzepte. Gleichzeitig gibt es Verwaltungsprozesse, die muss man auf jeden Fall etablieren. Und da ist ganz wichtig, zum Beispiel Lenkungskreise zu definieren. Bei uns in Lindau gibt es eine Arbeitsgruppe Mobilität, wo wir über die verschiedenen Pläne und Maßnahmen diskutieren und gleichzeitig Strategien auflegen. Darauf entstehen auch entweder kleine Maßnahmen oder kleine oder große Konzepte. Und dann gibt es eine Rückkopplung mit der Bürgerschaft. Man muss eigentlich heutzutage fast alle Konzepte oder Maßnahmen auch mit der Bevölkerung, mit den Betroffenen auch abstimmen. Und deswegen bemüht man sich auf jeden Fall immer, diese Öffentlichkeitsarbeit von Anfang an mitzudenken. Das ist einfach bei der Planung und bei der Umsetzung sehr wichtig. Und so erarbeitet man unterschiedliche Handlungskonzepte, wie schon bei der vorherigen Folie erklärt. Muss man immer, zum Beispiel hier für Lindau haben wir für aktive Mobilität ein Nahmobilitätskonzept erstellt und da haben wir einen sehr umfangreichen Beteiligungsprozess auch gemacht und das gibt uns auch diese Rückendeckung für die Umsetzung und letztendlich gibt uns auch Rückenwind bei der Entscheidungsfindung. Daher haben wir sozusagen belastbare Konzepte erstellt, die nicht nur Akzeptanz bei den Bürgern finden, sondern auch bei der Politik. Und so kommen wir dann mit der Maßnahmenumsetzung. Für die Umsetzung braucht man letztendlich auch Unterstützung, sei es vom Bund oder vom Land. Im Grunde genommen, man braucht auf jeden Fall diese zusätzliche finanzielle Unterstützung. Und letztendlich haben wir auch bei dem Mobilitätsmanagement eine Art Wirkungskontrolle. Da muss man auf jeden Fall immer unterschiedliche Indikatoren definieren. Da kann man auch über unterschiedliche Zählsysteme und zurzeit mit Digitalisierung kann man auch diese Controlling auch ein bisschen verbessern und optimieren. Daher sind diese ganzen Prozessbegleitungen, die wir in der Hand haben, schon mehr oder weniger in der Fachliteratur definiert und in der Praxis ist man auf jeden Fall in dem Bereich schon gut vertreten und macht man eigentlich auch fast immer diese ganzen Prozesse. Manchmal mit Schwerpunkt mehr oben oder unten, aber im Grunde genommen entspricht 100% auch die Aufgaben, die man in dem Mobilitätsmanagement hat. So, ich habe auch erzählt, dass man braucht immer Handwerker, man braucht diese Werkzeuge, die uns unterstützen bei der Verkehrswende und die für mich eigentlich die Hauptgrundlage war immer dieses Mobilitätskonzept. Es gibt diese Pläne für nachhaltige städtische Mobilität. Die sind leider in Deutschland nicht so bekannt, aber zurzeit gewinnen die auch an Rückruf. Eigentlich werden schon von der Europäischen Kommission diese SOMs als Vorgabe gegeben. Leider sind die rechtlich nicht bindend und vorgegeben hier in Deutschland. Daher sind die Städte nicht verpflichtet, solche Konzepte zu erstellen.
Das machen einige Städte auf eine eigene Initiative. Und die Idee von der Europäischen Kommission war tatsächlich, dass alle europäischen Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern so einen SOMP erstellen sollen. Insgesamt sind so ungefähr 424 Städte und allein in Deutschland 77. Es ist auf jeden Fall mit dieser Zielvorgabe nicht so alles gemacht, weil letztendlich braucht man die Kapazitäten, um solche Konzepte zu erstellen, sei es innerhalb Verwaltungen oder sonst externe Planungsbüros, die das machen können. Und das wird auf jeden Fall ja, schwierig zu erreichen. Letztendlich gibt es die Vorgabe, bis Ende 2025 sollen alle diese Städte schon ein Mobilitätskonzept haben. Und man muss auf jeden Fall verfolgen, ob viele das gemacht haben. Lindau ist zum Beispiel eine ganz kleine Stadt mit 25.000 Einwohnern. Und wir haben auch keine Vorgabe gehabt, so ein Mobilitätskonzept zu erstellen. Auf der anderen Seite haben wir auf jeden Fall diese Klimaziele selber befasst und deswegen haben wir tatsächlich diese Ideen verfolgt. So, wie gesagt, Verkehrsentwicklungspläne sind tatsächlich die typische Grundlage, was man in Deutschland erstellt. Und zurzeit gibt es ein bisschen Umdenken und viele Städte versuchen auch diese SOMP, ja, Guidelines, die Leitlinien zu verwenden. Hier gibt es eine Verlinkung vielleicht für die Menschen, die das auch in Anschluss einsehen wollen. Das ist alles schon gut strukturiert. Hier in der nächsten Folie werde ich auf jeden Fall zeigen, wie die verschiedenen Schritte sind. Jetzt mit Hinblick auf diese Mobilitätsnoten, die von der EU genannt wurden. Hier kann man sehen, in ganz Europa versuchen die diese Vernetzung zu schaffen. Und hier hat man ein kleines Überblick über die Städte in Bayern zum Beispiel, die so ein Mobilitätskonzept erstellen sollten. So, zum Thema Mobilitätskonzepte. Wie gesagt, gibt es schon Leitlinien, Leitbilder, die schon die Prozesse gut definieren. Im Grunde genommen redet man über einen Zyklus, die man in 12 unterschiedliche Schritte eingehen kann. Manche fangen nicht direkt mit dem Schritt Nummer 1, sondern vielleicht mit Schritt Nummer 4. Aber im Grunde genommen gibt es immer unterschiedliche Ausgangslagen bei den verschiedenen Städten. Und da muss man es eigentlich von Anfang an schon gut analysieren können und einschätzen können, um zu schauen, in welchem Bereich man tatsächlich starten kann. Ich werde jetzt nicht in der Tiefe diese Schritte erklären, deswegen habe ich die Verlinkung dargestellt. Man kann es auf jeden Fall anschauen. Die Dokumentation ist vollständig. Und wenn man tatsächlich so ein Mobilitätskonzept erstellen will, gibt es schon gute Grundlagen, um sich eine Idee machen zu können. Jetzt erkläre ich einfach nur den Hinblick mit Schwerpunkt Mobilitätskonzept in Lindau. Wie gesagt, als Ausgangslage haben wir unser Klimaschutzkonzept gehabt. Das wurde in 2012 beschlossen. Und in 2014 hat die Stadt Lindau angefangen, tatsächlich erstmals mit die strukturelle Überlegung, einfach erstmals eine Art Stabsstelle Mobilität zu gründen. Und gleichzeitig mit der Leistungsbeschreibung für ein Mobilitätskonzept. Die Stelle wurde im Jahr 2015 sozusagen gegründet. Da wurde ich tatsächlich abgerufen und habe meine Tätigkeiten hier bei der Stadt angefangen. Das heißt, ich durfte von Anfang an diese Konzepterstellung mitbegleiten und mitgestalten. Und hier kann man genau sehen, wie wir unsere unterschiedlichen Schritte gemacht haben. Erstmals haben wir diese Grundlagenermittlung gemacht. Da haben wir typische Verkehrserhebungen, Befragungen durchgeführt. So konnten wir zum Beispiel unseren Modal Split definieren. Das war 2015. Gleichzeitig haben wir mit diesen ganzen Daten Verkehrsprognosen erstellt. Da haben wir die typischen Verkehrsmodelle verwendet. Und mit diesen Verkehrsmodellen und Prognosen haben wir unterschiedliche Analyse und Bewertungen durchgeführt, um ein besseres Bild zu haben, wie die unterschiedlichen Mobilisten sich in Lindau vorbewegen und wo wir vielleicht Handlungsbedarf haben. Nach dieser Analyse haben wir unsere Leitbild- und Planungsziele definiert und gleichzeitig haben wir Szenarien entwickelt,
weil wir haben das alles in ein Verkehrsmodell so vernupft und so konnten wir einschätzen, wie viele Emissionen wir einsparen können in Abhängigkeit von Umsetzung von Maßnahmen. Und das war aber ganz wichtig für die Beschlussfassung, weil am Ende des Tages haben wir in der Politik diese Rückendeckung gekriegt, um ein Klimaszenario zu verfolgen, wo wir eine gewisse Anzahl an CO2-Einsparungen erreichen wollen. So, darauf sind mehrere Maßnahmen entstanden und eine Umsetzungsstrategie, die wir immer wieder fortschreiben und weiterentwickeln. Und während dieser ganze Planungsprozess und Umsetzungsprozess haben wir interne Arbeitsgruppe gehabt, die Beratung von einem Fachbüro und gleichzeitig eine sehr intensive öffentliche Beteiligung. Wie gesagt, das war ganz wichtig für uns, dass die Bürger auch so ein Konzept mittragen können. Und deswegen hat auf jeden Fall sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Allein die Konzepterstellung hat fast 2 Jahre in Anspruch genommen. Daher sehr aufwendig und ja, man merkt es, es hat sich gelohnt. Jetzt sind wir, wie gesagt, bei der Fortschreibung, weil mit der Digitalisierung und die neuen Klimaziele von der EU haben wir ein paar Anpassungen ins Spiel gebracht und deswegen versuchen wir auch, unser Mobilitätskonzept zu verbessern. Und jetzt, hier kann man einen Überblick haben vom Modal Split. Wie gesagt, Grundlage war 2015, wo wir die Befragungen durchgeführt haben, die typische Haushaltsbefragungen. Zurzeit sind wir auch Aufstocker bei der Mobilitätsstudie in Deutschland. Da gibt es auch Haushaltsbefragungen und wir haben eine Aufstockung nur für die Stadt Lindau, um unsere Controlling auszumachen. Da wollen wir tatsächlich sehen, wie sich die Mobilität in Lindau entwickelt hat. Und wie man sehen kann, hier haben wir schon eine gute Ausgangslage gehabt. Allein Fußverkehr und Radverkehr haben einen hohen Anteil gehabt. Als kleine Stadt haben wir auch im Binnenverkehr nicht so viel ÖPNV und gleichzeitig haben wir den MIV mit fast 50% in unserer städtischen Mobilität. Wenn wir es zwischen Binnen- und Quellenzielverkehr vergleichen, da kann man sehen, dass aktive Mobilität macht mehr als die Hälfte. Und das sind, wie gesagt, kurze Wege. Zurzeit ist diese 15 Minuten Stadt in alle Munde. In Lindau lebt man es eigentlich schon seit immer, weil die Wege sind so kurz. Die ganze Nachversorgung ist dann neben dran. Daher ist eher vernünftig und besser mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs zu sein, weil mit dem Auto kann man immer diese Parkplatzprobleme haben oder man steckt im Stau und das ist auf jeden Fall nicht zielführend. Auf die andere Seite haben wir sehr Quell- und Zielverkehr, weil Lindau ist eine touristische Stadt und da haben wir leider Gottes viele Tagestouristen, die mit dem Auto anreisen und das versuchen wir jetzt zu verändern. So, die Ziele sind einfach 4 Hauptplanungsziele. Wir haben die Erreichbarkeit und Verkehrssicherheit. Es ist sozusagen unsere Vision Zero. Da wollen wir die Erreichbarkeit mit allen Verkehrsmitteln gewährleisten und eine Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer haben. Gleichzeitig wollen wir den Klimaschutz irgendwie auch zur Rechnung tragen. Deswegen haben wir gesagt, Umweltqualität. Wir wollen die Emissionen reduzieren. Dazu haben wir den Planungsziel 3 mit dem Umweltverbund, wo wir den ÖPNV, Fuß- und Radverkehr weiter fordern und ausbauen. Und gleichzeitig haben wir, wie gesagt, die Vernetzung mit Schwerpunkt Multimodalität und die Ausbau von diesen Schnittstellen, die wir auf jeden Fall mit Mobilitätsstationen etabliert haben. Das Mobilitätskonzept haben wir auch mit einem Slogan sozusagen etabliert. Es heißt klimafreundliches Lindauer Mobilitätskonzept, in kurzem KLIMO. Und mit dem Markt haben wir tatsächlich auch Maßnahmen implementiert. Da findet man sozusagen die Umsetzung auch auf die Straße. Wir haben dieses Maßnahmenkonzept in unterschiedliche Handlungsfelder gehabt. Wie gesagt, fließender Verkehr und ruhender Verkehr für den MIV, Fuß- und Radverkehr, ÖPNV und dieses Handlungsfeld verkehrsmittelübergreifend, wo wir dieses multimodales Verkehrsverhalten weiter unterstützen.
Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Maßnahmen, die auch verortet wurden und einige, die wurden noch als Prüfauftrag gegeben und weiter konkretisiert. Aber die Hauptprobleme haben wir tatsächlich schon beim Thema ruhender Verkehr gesehen. Wie alle Städte hat man irgendwie mit dem fließenden Verkehr zu kämpfen, aber am Ende die Autos müssen irgendwo stehen und das ist eigentlich das Hauptproblem in Lindau. Wie gesagt, viele Tagesgäste kommen mit dem Auto und unser Hotspot ist auch unser Stadtzentrum, historischer Inselkern und da haben wir auf jeden Fall diesen Park zu Verkehr. Deswegen, wenn wir eine Verkehrswende schaffen wollen, muss man Parkanreizsysteme etablieren und das war eigentlich eine Maßnahme, die Erstellung eines Parkraumkonzeptes und das haben wir tatsächlich gemacht und konkretisiert. Das Gleiche war zum Beispiel für den Fuß- und Radverkehr. Da haben wir das als Grundlage genommen vom Mobilitätskonzept und extra ein Nahmobilitätskonzept erstellt. Und so konnten wir mehrere Maßnahmen ableiten. Und für den ÖPNV wurde tatsächlich die Grundlage mit unserem Stadtbuskonzept schon so vorgesehen. Und gleichzeitig ist im Bereich Nahverkehr über die Schiene schon einiges passiert. Und deswegen konnten wir auch in puncto ÖPNV etwas verbessern. Zurzeit versuchen wir auch, unser Stadtbus-System zu optimieren. Und gleichzeitig haben wir auch mehrere Sharing-Angebote definiert, Mobilitätsstationen eingeführt, um dieses multimodales Verkehrsverhalten auf jeden Fall zu unterstützen. So, jetzt genug zum Theorie. Ich werde in aller Kürze auch ein paar Beispiele zeigen über unsere unterschiedlichen Maßnahmen, weil letztendlich, ich glaube, für die Personen, die in dem Bereich tätig sind, ist es auf jeden Fall greifbar, eher mit Bildern zu sehen, wie war das damals, wie ist es jetzt. Und da werde ich auch ein paar Worte über die unterschiedlichen Maßnahmen erzählen, aber dann gleich zu den nächsten gehen, damit man nicht so viel Zeit verliert, weil wir haben auf jeden Fall die nächste zehn, ja, in den letzten 10 Jahren einiges an Maßnahmen implementiert. Und so konnt ihr auch auf jeden Fall in der Runde einen besseren Überblick bekommen, über was tatsächlich passiert. Und wie gesagt, wichtig ist letztendlich, so ein Konzept zu haben und gleichzeitig diese Schnittstellefunktion auf jeden Fall zu bekommen, damit man auch solche Konzepte in die Umsetzung bringt. So, erstmals haben wir zum Beispiel auf der hinteren Insel, da gab es damals einen Parkplatz tatsächlich mit 650 Stellplätzen und das wurde im Zuge von unserer Gartenschau zurückgebaut. Jetzt gibt es dort nur eine Quartiersgarage und statt 650 Stellplätze haben wir einen Bürgerpark mit Spielplätzen, mit besseren Wasserzugängen. Und das ist auf jeden Fall eine von den Meilensteinen, die wir in Lindau erreicht haben, weil da haben wir tatsächlich den Verkehr verlagert und gleichzeitig Lebensqualität geschafft. So, das ist auf jeden Fall ein großes Gewinn für die Stadt Lindau. Und gleichzeitig sollte hier, oder mindestens war so geplant, auch ein bisschen mehr Wohnraum entstehen zu lassen. Leider gab es auch einen Bürgerentscheid und wurde diese Entwicklung gestoppt. Daher haben wir die Entwicklung so gelassen als Quartiersgarage und Bürgerpark. Jetzt haben wir einen Überblick über die Situation am Bahnhof Reutin. Wir haben einen neuen Fernbahnhof erhalten. In Betrieb genommen wurde es Ende 21 und jetzt haben wir eine ICE-Verbindung gekriegt. Diese ICE-Verbindung mit 8 Zugpaare zwischen Zürich und München hält hier und das hat auf jeden Fall die Mobilitätsentwicklung in Lindau komplett geändert, weil wir haben dieses zweite Zentrum im Festland gekriegt, wo wir die Mobilität zusammenbinden. Da haben wir zusätzliche Zugeverbindungen überall in der Region Richtung Baden-Württemberg, Österreich, Schweiz, hier in Bayern auf jeden Fall. Und gleichzeitig versuchen wir jetzt mit Übergangsvarianten auch unsere Stadtbussystem und Regionalverkehr auf die Straße zu verbessern. Und hier kann man auf jeden Fall diese neue Station sehen.
Die Anbindung dieser Station haben wir auf jeden Fall angepasst. Hier kann man sehen, damals gab es nur ein, ja, kann man Werbe kaum nennen, aber das war sozusagen die Verbindung Richtung diese Achse. Und jetzt haben wir ein, ja, regelwerkkonforme Geh- und Raddeck. Wie gesagt, ist eine Route Kategorie 2 auch in unserem Nahmobilitätskonzept. Und das wäre eine ganz wichtige Erschließung, vor allem für die Pendler und für die Tagesgäste, die umweltfreundlich unterwegs sind. Weil von Bahnhof Reutin in Richtung Insel kann man entweder laufen, das heißt 20 Minuten zu Fuß, oder mit dem Fahrrad fahren. Das, ja, es braucht 5 Minuten vielleicht. Daher wichtig auch, solche Achsen zu verbessern. Gleichzeitig versuchen wir auch in puncto Barrierefreiheit unsere Bushaltestellen zu verbessern. Da machen wir den Ausbau im Zusammenhang mit Straßenausbausmaßnahmen. Dann kommen diese typische Sonderborder, die Kasseler Sonderborder. Und das machen wir ja in der Regel so 5 bis 8 Haltestellen pro Jahr. Hier ein typisches Beispiel. Da haben wir eigentlich eine von den bedeutsamsten Maßnahmen in Lindau war diese Schließung Richtung Insel. Für diejenigen, die in Lindau damals waren, die kennen auf jeden Fall die Situation. Um die Insel zu erreichen, war man durchgeschnitten von Schienenanlagen und da gab es immer diese Schrankenanlagen. Das ist auf die linke Seite zu sehen. Und für die Inbetriebnahme des Bahnhofs Reutin war auf jeden Fall wichtig, diese Schrankenanlage zu beheben. Und deswegen wurde im 2017, 18 diese neue Unterführung gebaut, wo wir entsprechende Anlagen für alle Mobilisten geschafft haben, entsprechende getrennte Radwege, breitere Gehwege und die entsprechende Bushaltestellen, die man braucht. Nachher ein Weltunterschritt im Vergleich mit damals. Das ist eigentlich Qualität für alle Verkehrsteilnehmer und so können wir auch die Erreichbarkeit der Insel auch verbessern. Gleichzeitig gibt es Plätze, wo damals der ruhende Verkehr die große Rolle gespielt hat. Die wurden zum Beispiel hier aufgewertet und statt normale Autostellplätze zu haben, haben wir nur Stellplätze für Fahrräder geschafft und gleichzeitig ein bisschen Aufenthaltsraum. Das ist zum Beispiel jetzt ein Gastronom, der sich erbreitet hat und dann gibt es eine bessere Bespielung, somit eine gute Aufwertung für innenstädtische Plätze. Und so versuchen wir auch nach und nach unterschiedliche, ja, Plätze aufzuwerten. Gleichzeitig gibt es mit Schwerpunkt Serviceangebote auch Verbesserungen. Das ist der Bahnhof auf der Insel. Damals haben wir keine ausreichenden Anlagen gehabt. Und dann mit der Konzepterstellung haben wir schon gesehen, es gibt den Bedarf, ja, zusätzliche Fahrradständer zu bauen. Und wir haben diese sogenannte Klimastationen eingeführt. An alle Endbushaltestellen und an Bahnhöfe haben wir ja überdimensionierte Fahrradstellanlagen gebaut und die werden auf jeden Fall rege benutzt. Daher eine deutliche Verbesserung für unsere Infrastruktur. Hier noch eine andere Klimastation. Das ist eine Endbushaltestelle Richtung Österreich. Damals haben wir ein paar Fahrradbügel gehabt. Da sieht man im Hintergrund die Bushaltestelle. Und jetzt haben wir überdachte Fahrerständer mit einer Servicestation. So erweitern wir tatsächlich unsere ja, Einzugsgebiete für den Stadtbussystem und können auf jeden Fall Personen, die in umliegenden Bereich wohnen, tatsächlich die Bushaltestelle besser erreichen. Und das ist auf jeden Fall an allen Bushaltestellen so entstanden. Gleichzeitig haben wir für den Bereich Tourismus auch das Angebot erweitert. Das ist vor dem Hafen hier auf der Insel. Damals haben wir keine ausreichende Abstellanlagen gehabt und deswegen haben wir mehr als 80 Abstellplätze geschafft. Zurzeit reichen die auch nicht, deswegen planen wir auch ein Fahrradparkhaus auf der Insel, weil, wie gesagt, die Nachfrage steigt und da muss man auf jeden Fall sich weiterentwickeln und anpassen. Dann haben wir zum Beispiel die Anpassung an Querschnitte. Das ist hier die Bregenzer Straße. Damals haben wir hier eine Hauptzufahrt zu der Insel gehabt mit ungefähr, ja, 14.000 Autofahrer pro Tag. Und jetzt mit dieser neuen Unterführung
haben wir diese zweite Zufahrt über die Bregenzerstraße für den Autoverkehr komplett untergesagt. Und da ist tatsächlich eine Unterführung nur für den Fußverkehr und Radverkehr entstanden. Somit konnten wir eine große Aufwertung hier in der Bregenzerstraße erreichen. Jetzt haben wir vor ein paar Wochen diese Fahrradstraße fertig ausgebaut. Da sieht man, wir haben extra ein Gehweg gut dimensioniert da gebaut und dann den Querschnitt reduziert. Und da haben wir in Spitzentagen mehr als 9000 Radfahrer und Tendenz steigend, weil, wie gesagt, durchgängig entlang den ganzen Bodensee Raddeck haben wir mit Unterstützung vom Bund über die Nationale Klimaschutzinitiative dieses Projekt Bodensee Fahrradstraße jetzt Schritt für Schritt umgesetzt. Und der Abschluss sollte nächstes Jahr im Frühjahr entstehen. Aber da merkt man schon, Qualität hat auf jeden Fall eine große Rolle zu spielen. So, gleichzeitig machen wir nicht nur Infrastrukturmaßnahmen, sondern auch, wie gesagt, Motivationskampagnen, Öffentlichkeitsarbeit. Das ist auf jeden Fall wichtig. Da versuchen wir, die Bürger mitzunehmen. Da gibt es Aktionen. Zum Beispiel heute haben wir auch ein Pendlerfrühstück gehabt, wo wir eine Art Belohnung veranstalten. Die Personen, die umweltfreundlich unterwegs sind, kriegen eine Brezel von uns gratis als Dankeschön. Und die freuen sich, die machen immer mit. Es gibt viele, die tatsächlich immer mit dem Fahrrad pendeln, Schüler, auch Arbeitnehmer und so weiter und so fort. Und das ist eine Aktion, die wir gerne veranstalten. Dann haben wir zum Beispiel die Mobilitätswoche, wo wir einige Straßen auch sperren. Da gibt es tatsächlich den Hintergedanke, irgendwann werden wir den Bereich aufwerten und da brauchen wir eine Verkehrsberuhigung. Und mit diesen Kampagnen versuchen wir auch, diese Ideen auch irgendwie ins Leben zu rufen, damit die Menschen da irgendwie Kontakt mit dieser Umgestaltung bekommen. Hier unten sieht man zum Beispiel den Reichsplatz. Das ist auch ein Platz, den wir zurzeit immer noch mit ruhendem Verkehr schon voll haben. Aber es ist schon geplant, dass wir den Parkplatz verlagern und die Parkplätze ablösen und stattdessen die Fußgängerzone erweitern. Und hier sieht man, während der Mobilitätswoche haben wir auch die Begrünung geschafft. Und es war auf jeden Fall ein Erfolg. Die Menschen nehmen das gerne in Anspruch. Und wie gesagt, parallel machen wir auch viele unterschiedliche Maßnahmen, um die Bewusstseinsbildung irgendwie zu etablieren. Da gibt es vom Verkehrsverhalten bis zum Verkehrsregeln unterschiedliche Aufklärungsarbeiten, die wir vornehmen. Und das ist auf jeden Fall wichtig, um ein gutes Bild zu haben. Aber letztendlich, ja, klar, man kann auf jeden Fall gute Beispiele sehen und sich wundern, ja, wie schön ist es? Da gibt es auf jeden Fall tolle Maßnahmen, die in der Umsetzung kommen. In der Regel sind leider Gottes nur Pull-Maßnahmen. Letztendlich haben wir Optimierungen, wir haben zusätzliche Angebote etabliert und da haben wir Attraktivierungen geschafft. Das sind die sogenannten Pull-Maßnahmen. Und um eine Verkehrswende und eine Mobilitätswende zu erreichen, reichen leider diese Pull-Maßnahmen nicht. Da braucht man unbedingt immer die Push-Maßnahmen, um gegensteuern zu können, weil sonst gibt es keine Veränderungen. Die Menschen sind so Gewohnheitstiere und die werden immer die komfortableren Mittel nehmen und nur weil man zusätzliche Fahrradstraßen baut oder Abstellanlagen schafft oder Schienenangebote zur Verfügung stellt, werden die Mobilitätsverhalten sich nicht ändern. Und das ist tatsächlich das Problem, das wir hier in Lindau haben. Es ist tatsächlich ein bisschen schwierig für eine Stadt wie Lindau einschränkende Maßnahmen umzusetzen, vor allem weil die Gesetzgebung uns keine Spielräume gibt. Ein paar Beispiele werde ich jetzt zum Beispiel nennen. Erstmals haben wir die Bepreisung für die Parkplätze im öffentlichen Raum. Da gibt es zum Beispiel eine obere Grenze in Bayern, die uns leider nur erlaubt, 2,60 € pro Stunde zu verlangen. Und 2,60 € pro Stunde zu verlangen, ist eigentlich fast gar nichts. Man sollte es auf jeden Fall mindestens indexieren, anpassen und mit solchen Preisen kann man auf jeden Fall keine Steuerung machen. Das Gleiche ist zum Beispiel mit den Bewohnerparkzonen. In anderen Bundesländern wurde tatsächlich diese Freigabe
es wurde tatsächlich eine Freigabe auf Bundesebene schon gegeben. Und in Bayern ist es leider noch nicht an die Städte, an die Kommunen weitergegeben. Und leider kann man tatsächlich nicht mehr als 30 Euro pro Jahr verlangen für die Bewohnerparkkarte. Und das ist auf jeden Fall ein Hindernis, weil 8 Cent pro Tag für 12 Quadratmeter zu verlangen, das entspricht leider nicht die Verwaltungskosten, die da entstehen. Und tatsächlich zum Beispiel die Geschwindigkeitsbeschränkungen kann man auch nicht eingehen innerhalb eines Staates. Und deswegen sind sozusagen die Rahmenbedingungen nicht ideal, um eine Mobilitätswende zu schaffen. Und deswegen haben wir in Lindau weiterhin solche Verkehrsprobleme. Wir haben schon viele Pull-Maßnahmen implementiert, wie schon gezeigt. Aber leider kriegen wir das noch nicht in den Griff. Viele versuchen weiterhin Richtung Insel zu fahren, um dort einen Parkplatz zu finden. Wir haben schon zum Beispiel ein umfangreichendes Parkleitsystem. Die Schilder werden komplett ignoriert. Es wird alles mit Echtzeitdaten gespielt, aber trotzdem kein Mensch interessiert sich. Die haben ein Ziel, fahren dorthin. Wenn kein Parkplatz vorhanden ist auf der Insel oder vor der Insel, dann fahren wir Richtung Parkanreiterlagen. Und wie gesagt, die Hauptachsen werden im Sommer bei sonnigen Tagen, so wie hier auf dem Bild zu sehen, gegen 12 Uhr so aufgestockt. So in der Regel, wir haben jetzt eine Interimslösung mit dem Bahnhof Reutin als Aufwandparkplatz. Da kann man diese Schotterfläche sehen. Da haben wir 170 Stellplätze und gleichzeitig haben wir den P2 und P1 als Parkanreiteanlagen. Aber drei unterschiedliche Satelliten zu haben, ist eigentlich nicht ideal. Deswegen setzen wir uns um und wir wollen auf jeden Fall eine Art Mobility Hub entwickeln am Bahnhof Reutin, wo diese Schotterfläche zu sehen war. Wollen wir ein Parkhaus bauen. Im Erdgeschoss wollen wir unsere ZOB bauen, wo wir Bushaltestellen für Stadtbus und Regionalbus haben wollen. Und letztendlich ist auf jeden Fall auch gedacht, die Umnutzung. Weil irgendwann in Zukunft werden wir vielleicht nicht so viele Fläche für den ruhenden Verkehr brauchen. Und da denken wir schon jetzt bei der Planung von Anfang an, wie wir das umnutzen können in Zukunft. Aber wie gesagt, das ist sozusagen die Hauptmaßnahme, die für die nächsten Jahre auf den Schreibtisch steht. Und währenddessen versuchen wir weiterhin unterschiedliche Maßnahmen zu implementieren. Wie gesagt, weitere Ausbau von Sharing-Angebote. Hier kann man sehen, wir haben 100 Pedelecs, 200 E-Scooter und 16 Lastenräder im Sharing-Angebot. Gleichzeitig gibt es ungefähr 8 Auto-Carsharing von Flingstar. Wir haben auch ungefähr 50 Mobilitätsstationen, wo wir diese Sharing-Angebote verknüpfen. Und dazu die Hauptaufgabe liegt jetzt tatsächlich dran, unser Stadtbussystem zu optimieren. Da haben wir vor ein paar Jahren auch ein Pilotprojekt mit autonomen Shuttles gehabt. Und ich erinnere mich, da war der Markus auch vor Ort, hat auch die Gelegenheit gehabt, diese Shuttles zu testen bei uns. Und wie gesagt, da bleiben wir irgendwie weiterhin dran mit die unterschiedlichen Werkzeuge, die wir haben, um die Mobilitätswende zu gestalten. Aber letztendlich ist immer eine schwierige Aufgabe. Es ist ein Prozess, die einige Jahre in Anspruch nimmt. Und da braucht man auf jeden Fall einen langen Atem, um das umsetzen zu können. So, das waren meine Folien. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich auf eure Fragen. Ja, wunderbar, super. Vielen herzlichen Dank, lieber Jaime. Ich fand den Vortrag fantastisch, weil du zum einen erstmal aufgezeigt hast, was ist kommunales Mobilitätsmanagement und wie seid ihr in dem ganzen Prozess durchgegangen, sodass man sich sehr gut vorstellen konnte, wie war denn der Werdegang über die vielen Jahre. Und da hast du auch gesagt, dass sich es investiert, gut in die Grundlagen und in das Konzept zu investieren und die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen, um dann eben die vielen tollen, konkreten Maßnahmen umzusetzen, die du uns mit den Bildern gezeigt hast, was, glaube ich, für uns alle nochmal wahnsinnig eindrucksvoll war, zu sehen, was konkret denn geschaffen worden ist. Weil anders als in anderen Städten, und da kenne ich auch Beispiele, ohne Namen nennen zu wollen, habt ihr nicht nur Papier produziert und schöne Konzepte gemacht, die dann in der Schublade verschwunden sind, sondern ihr habt es eben auch konkret gebaut und gemacht und Angebote geschaffen. Und das ist, glaube ich, schon sehr besonders bei euch, wie viel da gelungen ist und wie viel da passiert ist. Insofern, also vielen Dank für den Vortrag und Gratulation auch nach Linda für die vielen tollen
Maßnahmen, die da geschaffen worden sind. Und das bestätigt meinen Eindruck. Ich glaube, da können wir uns einiges abschneiden und abschauen für unsere Kommunen jeweils, in denen wir alle, die Zuhörerschaft und diejenigen, die später noch das Video anschauen werden oder die Präsentation durchschauen werden, sich was abschneiden. Es sind erste Fragen da. Ihr könnt gerne Fragen in den Chat schreiben, gerne weiterhin so kurz und prägnant. Wir haben noch gute 10 Minuten. Ein Stichwort muss ich loswerden, weil es die Landespolitik betrifft. Jaime, du hast direkt gesagt, dass die Parkgebühren ja gedeckelt sind und so niedrig sind, anders als in anderen Bundesländern. Wir arbeiten in der Landtagsfraktion daran, seit Jahren die Staatsregierung dazu zu bewegen, dass sie endlich die Parkgebühren liberalisiert. Die Staatsregierung muss sie auch nicht anheben, sondern sie muss sie einfach nur freigeben, dass die Kommunen selber entscheiden können, was das Parken kostet. Die Staatsregierung regelt ja auch nicht, wie viel der Butter kostet oder wie viel das Brot kostet, richtigerweise. Deswegen muss sie auch nicht regeln, was das Parken kostet, sondern das können die Kommunen vor Ort selber am allerbesten und demokratisch im Stadtrat oder im Gemeinderat entscheiden. Und diese Freigabe wollen wir haben, sowohl beim Bewohnerparken als auch beim normalen, also beim Kurzzeitparken. Sollen die Kommunen die Möglichkeit haben, wie es in Baden-Württemberg ja auch schon der Fall ist. Aber die CSU lehnt es bis jetzt ab. Sie hat vor dem Kriegsbeginn in der Ukraine hat sie noch gesagt, ja, sie überlegt und sie macht da Anhörungen mit Verbänden und so und überlegt. Und dann mit Kriegsbeginn kam die Ansage vom Innenminister, das wird nicht gemacht. Es bleibt, wie es ist, weil man den Menschen keine höheren Kosten zumuten kann. Aber das ist ja eben der Denkfehler. In meinen Augen, die Staatsregierung muss überhaupt keine Kosten zumuten, sondern die Kommunen können es doch vor Ort entscheiden, wie sie das für richtig finden für ihre Bürgerinnen und Bürger. Und die sind dort demokratisch gewählt. Und wenn sie das zu teuer machen und die Leute unzufrieden sind, dann werden sie abgewählt. Das ist demokratisch, urdemokratisch. Und die Leute können das vor Ort am besten selber entscheiden. Das ist meine Position, auch die der demokratischen Opposition im Landtag. Aber die Staatsregierung bewegt sich da noch nicht. So, jetzt aber konkrete Fragen. Eine Frage ist reingekommen. Was sagen denn die Menschen dazu, wenn jetzt bestimmte Maßnahmen gemacht werden, wenn man irgendwo nicht mehr parken kann oder nur noch das Rad abstellen kann, aber nicht mehr sein heiliges Auto oder wenn man gar irgendwo nicht mehr so fahren kann, wie das war? Wie reagieren die Menschen? Habt ihr viele Gegner? Habt ihr harte Gegner? Ist das laut, was man hört? Oder sind alle Menschen restlos begeistert? Und wie geht ihr damit um? Ich glaube, wenn man etwas verändert, kriegt man immer Widerstand. Und das ist egal, ob man schon groß und umfängliche Beteiligung tatsächlich gemacht hat oder nicht. Wenn wir etwas anpassen, dann gibt es immer Ärger, vor allem von den direkt Betroffenen. Und dann braucht man auf jeden Fall diese Kommunikation und auch diese Ausdauervermögen. Da muss man auf jeden Fall halten, weil man verlagert in der Regel Parkplätze, man kriegt eine Aufwertung und mit der Zeit merkt man schon die Vorteile. Aber dieser erste Schritt ist immer schwierig und das sehen wir eigentlich fast immer. Egal, ob wir den ruhenden Verkehr anpassen oder ob wir eine Fahrradstraße umbauen, da gibt es immer ein bisschen sozusagen kontrovers. Aber die große Mehrheit, die in der Regel auch still ist, findet es gut. Es gibt immer ein Schön. paar Gegner, die direkt betroffen sind, die laut sind, aber muss man es kommunizieren und mit denen auch auf jeden Fall aufklären und irgendwann spielt sich das alles von alleine ein. Also die Erfahrung kennen wir ja auch aus anderen Städten. Vorher ist das Geschrei ganz groß. Wenn man irgendwas ändert, dann gehen alle Geschäfte pleite und alles wird teuer und nichts funktioniert mehr. Und wenn es dann mal ausprobiert ist oder gemacht ist, dann sind plötzlich alle zufrieden. Das hat man, die Situation kennt man zum Beispiel auch bei Verkehrsberuhigungsmaßnahmen innerorts, dass die Gewerbetreibenden alle schreien, wenn man nicht mehr mit dem Auto mit der Stoßstange bis zur Ladentür fahren kann, dann bin ich sofort pleite. Und wenn man dann aber feststellt, es geht anders auch und vielleicht haben sogar die Leute, die zu Fuß mit dem Fahrrad unterwegs sind, mehr Lust, einkaufen zu gehen und es kommen dann plötzlich mehr Menschen, wenn es ein angenehmes Ambiente im Ortszentrum ist, dann steigen sogar die Umsätze. Also ein prominentes Beispiel findet man da in großen Städten wie zum Beispiel in Wien mit der Maria-Hilfer-Straße. Das ist ja Europas größte Einkaufsmeile jetzt.
als Begegnungszone ausgestaltet und Fußgängerzone, da hat es auch vorher geheißen, es wird völlig veröden und jetzt ist es das boomende Zentrum schlechthin und das kennt man aber auch aus kleinen Orten und nicht nur aus Millionenstädten. Genau, es gibt eine Frage, dass zum Bewohnerparken noch, ja, das ist wirklich irre, wie, dass man das quasi verschenken muss, den öffentlichen Raum sozusagen, weil man gesetzlich dazu gezwungen ist. Kann man denn nicht als Kommune nicht einfach keine Bewohnerparkplätze mehr ausweisen? Das ist nicht meine Frage, sondern aus dem Auditorium. Was sagst du dazu? Na, letztendlich ist tatsächlich das Problem, dass wenn wir keine Bewohner, Parkbereiche definieren, dann bleibt der Bereich eher als Parkraum für die Öffentlichkeit. Und wir dürfen diese Bewohnerparkzonen einrichten, nur wenn wir einen gewissen Parkdruck haben. Und daher ist auch so eine Art Push-Maßnahme, um den auswärtigen Verkehr zu verlagern. Aber am Ende des Tages wird eigentlich so günstig vergeben und das ist nicht zielführend. Daher, zielführend wäre schon vernünftige Preise verlangen zu können und irgendwann mit einer Verlagerung, zum Beispiel, wenn man sagt, wir werden auf jeden Fall die Plätze komplett aufwerten, dann braucht man auf jeden Fall entsprechende Gegenangebote, um die Fahrzeuge aufstellen zu lassen. Zum Beispiel auf der Insel, da haben wir begrenzte Straßenraum. Und wenn wir zum Beispiel die anderen Plätze befreien wollen, dann müssen wir auf jeden Fall in eine Art Quartiersgarage oder Parkhaus Platz für die Bewohner schaffen, weil sonst wird es auch unattraktiv für die Bewohner sein. Und da können wir nicht ohnehin komplett den ruhenden Verkehr verbieten. Finde ich auch, man braucht ja auch die Zustimmung der Bevölkerung, ist ja die Basis dafür, dass man überhaupt was machen kann. Und ich glaube, da würde man sich viele Gegner einhandeln. Ich halte das Bewohnerparken auch tatsächlich für ganz sinnvoll. Dumm ist es halt nur, dass es nichts kosten darf. Genau. Eigentlich ist es schon sinnvoll, weil man eben, wie du ja gesagt hast, den auswärtigen Verkehr damit raushält, der nicht notwendigerweise im Zentrum parken muss. Und man hat auch die Möglichkeit, Carsharing-Parkplätze bequem anzubieten, sofern man ein Free-Floating-System hat und nicht ein stationäres. Also das kenne ich zumindest aus den großen Städten. Es ist ja so, dass man in den Bewohnerparkbereichen das Fahrzeug abstellen darf, was dann wiederum sehr positiv ist und insgesamt die Pkw-Zahl senken hilft. Eine Frage aus dem Auditorium ist auch, halten sich denn die Menschen eigentlich dann an die Regeln, dass man irgendwo nicht mehr parken darf oder auch, dass man nicht so schnell fahren darf, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, wenn ihr Tempo 30 gemacht habt oder ähnliche Maßnahmen, wird es dann auch eingehalten oder ignoriert? Wenn wir zum Beispiel Parkplätze ablösen, wo zum Beispiel gar kein Raum mehr da ist, dann müssen sie sich anhalten, weil es gibt keinen Platz. Wenn wir zum Beispiel den Straßenraum Parkplätze ablösen, dann versuchen die weiterhin in dem Bereich, wo damals Parkplätze waren, zu parken. Aber sobald man es kontrolliert, wird tatsächlich bestraft und irgendwann lernen die das. Die Geschwindigkeitsbegrenzungen ist, wie gesagt, schwierig. Da halten sich die Menschen nicht immer in der Regeln auf, da muss man es immer kontrollieren, weil man kann immer appellieren auf diese gute willenden Menschen, aber im Grunde genommen ohne Kontrolle gibt es tatsächlich keine Antworten. Gibt es in Linda stationäre Blitzer, die Geschwindigkeit kontrollieren? Braucht ihr nicht? Nee, haben wir leider nicht. Zu Brauchen wir teuer unbedingt ein oder? Panel? Ist teuer, ja. Aber am Ja. Ende könnte man auch sich selber refinanzieren, wenn man einige Knöllchen verteilt. Aber ja, für die große, unsere Verkehrsbehörde vermietet es und die haben sozusagen mobile Lösungen und die finanzieren sich eigentlich, die teilen sich selber. Weil man stellt es alle 2 Monate in unterschiedliche Standorte und dann funktioniert es. Ist auch eine Art, ja, Verkehrserziehung. Genau. Genau. Gerade kam noch eine super Frage rein, die ich gerne als Schlussfrage nehme, aber ich habe vorher noch zweimal die Nachricht bekommen, wie kriegt man denn Tempo 30 her? Das ist allerdings eine sehr komplexe Frage, mit der ich mich schon intensiv auseinandersetzen muss, eigentlich in jeder Sitzung des Verkehrsausschusses im Landtag, zum Beispiel heute Nachmittag war das so. Wir hatten, glaube ich, 5 Petitionen ungefähr zum Thema Tempo 30, konkret an irgendeinem Ort oder an einer Straße. Und das ist juristisch wahnsinnig kompliziert in Deutschland, weil nicht die Kommunen einfach wählen können, welches Schild sie da hinhängen, sondern das ganz streng nach Gefahren und Straßentypen und so weiter.
definiert ist. Wenn im Auditorium jemand, die das gefragt haben, eine konkrete Straße oder etwas, ein konkretes Problem haben, wo Tempo 30 sie sich wünschen und es nicht funktioniert, sie es nicht bekommen, könnt ihr mir gerne ein E-Mail persönlich schreiben und dann schauen wir uns das zusammen an. Also jetzt nicht gleich vor Ort, aber dann telefonieren wir da mal oder sprechen drüber und nähern uns der Situation, was man da machen kann. Ich habe dazu aber auch schon Webinare angeboten auf meiner Website, wo man bei den alten Webinaren findet man dazu auch Beiträge, wo grundsätzlich erklärt ist, wie das denn allgemein so ist, weil es kommt ganz darauf an, was ist es für eine Straße und geht es um eine Tempo-30-Zone oder streckenbezogenes oder ist es vor dem Kindergarten und so weiter und so fort. Also das ist wirklich sehr kompliziert, das machen wir jetzt nicht, da hoffe ich auf Verständnis, aber ihr könnt mir gerne schreiben oder Sie. Und dann käme ich auch schon, weil es 6:55 ist, zur Schlussfrage, die gerade noch vor 2 Minuten reingetrudelt ist. Und zwar die Frage, auch in anderen Städten gibt es Mobilitätskonzepte, die teilweise auch einstimmig als Papier verabschiedet worden sind und seitdem aber halt nur Papier sind und nicht umgesetzt werden, weil es dann bei den konkreten Maßnahmen im Stadtrat oder Gemeinderat keine Mehrheit gibt. Und wie geht man damit um? Gab es das bei euch gar nicht? Habt ihr immer alles durchgekriegt oder habt ihr immer sehr kämpfen müssen um die Mehrheit oder seid ihr auch mit einzelnen Maßnahmen gescheitert, weil der Stadtrat dann gesagt hat, nö, das machen wir jetzt nicht? Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage, weil letztendlich gibt es eben immer umstrittene Maßnahmen, die manchmal zum Beispiel die Verkehrsplanung sehr gut findet, aber die Politik die Mehrheit nicht so gut findet. Und da muss man auf jeden Fall sich nicht so viel irgendwie, ja, da muss man nicht so viel Zeit da verlieren. Wir versuchen eher sehr proaktiv die Maßnahmen, die schnell zu umsetzen sind, so schnell zu umsetzen. So haben wir mehrere umgesetzt. Aber dann die Konflikte. Da sehen wir zum Beispiel diese Verlagerung vom Parkraum. Hat Jahre gedauert, bis wir tatsächlich einen klaren Standort bekommen haben für unsere Parkanreize. Und da gab es immer andere, ja, Wunschvorstellungen von Seite der Politik, die bis heute tatsächlich nicht zur Umsetzung gekommen ist. Und das spielt eine große Rolle für die ganze Verkehrsentwicklung in Lindau. Da gibt es weiterhin Kontroverse und da haben wir tatsächlich den Knoten noch nicht 100% gelöst. Aber wir von Seite der Verwaltung versuchen auf jeden Fall, diese Mobility Hub als prioritäre Maßnahme vorzusehen, weil der Bau von anderen Parkhäusern wäre auf jeden Fall nicht zielführend. Und das ist konkret der Fall in Lindau, wo wir den Konflikt, den Knoten haben. Aber wie gesagt, da muss man auf jeden Fall von Seite der Mobilitätsmanagement, von Seite der strategischen Planung innerhalb einer Stadt schauen, welche Ziele man tatsächlich schnell erreichen kann. Diese low-hanging fruits, die man auf jeden Fall schnell umsetzen kann. Ja, fantastisch. Unsere Zeit ist um. Ich glaube, die Fragen habe ich einigermaßen gebündelt und abgearbeitet. Insofern nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Jaime, auch für die tolle Präsentation und dass wir aufzeichnen durften, dass wir das weiterverwenden dürfen, dass Leute sich das im Nachgang noch anschauen dürfen.